Mein Name ist Mandy Hollweg, ich leite die Naturwerkstatt hier in Schochwitz. Also, wenn ich mich in drei Worten beschreiben sollte, dann wäre das nett, neugierig, ideenreich. Aufgewachsen bin ich in Magdeburg, bin dort zur Schule gegangen, habe mein Abi dort gemacht und dann bin ich nach Halle zum Studieren gegangen. Also, wie kam ich dazu, als Umweltgeologin eine Naturwerkstatt zu gründen? Das war überhaupt gar nicht geplant. Wir sind aus der Stadt, aus Halle, mein Mann, ich und die zwei Kinder, sind aufs Dorf gezogen. Wir hatten ein Dorf uns ausgesucht, wo es Kindergarten und Schule gab. Und ein Jahr später hat leider die Schule hier in Schochwitz geschlossen. Und daraufhin entstand eine Elterninitiative, die sich mit der Schulproblematik auseinandersetzte. Und eins ergab das andere und so entwickelte sich die Naturwerkstatt gemeinsam mit der Idee einer Gründung einer freien Schule. Da es keinen wirklichen Plan gab, eine Naturwerkstatt zu gründen, gab es also eigentlich Herausforderungen und keine Probleme, die immer wieder bewältigt werden mussten. Politisch aktiv wurde ich, also mit Entstehen der Idee einer freien Schule. Die Eltern haben sich einfach eben interessiert für Bildungspolitik. Wir sind, um die Schule erhalten zu können, in den Landkreis gefahren, zum Kreistag, und so bin ich mit der Politik in Berührung gekommen. Und ja, es gab vieles, was mir nicht gefallen hat, wie langwierig manche Prozesse dauern, wie Entscheidungen getroffen werden in der Politik. Und irgendwann habe ich beschlossen, mich selbst zu engagieren. Und ja, so bin ich zur Politik gekommen. Also Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Als meine Kinder ganz klein waren, habe ich bei meinem Mann noch in der Firma mitgearbeitet und hatte auch immer die Freiheit, mich um die Kinder zu kümmern. Und mit dem Entstehen der Naturwerkstatt habe ich den Freiraum mir eben auch genommen. Dadurch, dass mein Mann den finanziellen Hintergrund absichert, brauche ich mich darum nicht so sehr zu kümmern. Und ja, das gibt mir so ein bisschen den Freiraum, mich zu engagieren. Also meinen beruflichen Werdegang habe ich keine Diskriminierung erfahren. Ja, prägende Momente waren in meinem Leben die Geburt meiner zwei Söhne, selbstverständlich. Und ein prägender Moment war, als einer meiner Söhne im Krankenhaus lag und einem bewusst wurde, was wirklich wichtig ist im Leben. Das waren prägende Momente. Ja, meine Pläne für die Zukunft sind der Ausbau der Naturwerkstatt, das weiterzuführen, meinen Kindern beim Großwerden zuzusehen. Ja, das und ansonsten das Leben genießen. Ich bereue nicht, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ja, was möchte ich jungen Frauen auf ihren Lebensweg mitgeben? Lasst euch nicht bange machen, seid mutig. Probiert auch mal das aus, wo ihr denkt, ihr habt vielleicht kein Talent, vielleicht ist es genau das, was euch aber glücklich macht. Und ein Lebensmotto von mir ist, das Konto muss immer ausgeglichen sein. Nehmt euch, was ihr wollt, aber schadet damit niemand anderem.